Hallo YouTube. Solche Schilder mag ich. Wie versprochen, die Strecke von Hirschberg nach Freienohl. Hab Spaß dabei. Auch deutlich weniger Wald als letztes Mal. Und überall muss man im Moment auch mit Dreck auf der Straße rechnen, weil halt viel von dem Holz mit LKW aus dem Wald herausgefahren wird. Das bleibt natürlich auf den Straßen nicht folgenlos und nicht ohne Spuren. Und so schön die Strecke auch ist, man sollte es nicht übertreiben. Weil auch hier hat die Polizei mittlerweile ein Auge drauf auf die Strecke. Das heißt, auf den geraden Stücken muss man jetzt nicht unbedingt den Hahn aufreißen. Und los geht's.
Und das war's. Eine Strecke, die ich immer wieder gerne fahre. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn, dann lasst bitte gerne den Daumen nach oben da. Ach, da vorne haben wir auch wieder den wir vorhin schon mal vor uns hatten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Die es noch nicht gemacht haben, sehr gerne auch ein Abo. Ist natürlich kostenlos. Ja, das wisst ihr. Kommt gut durch die Woche. Ich bin hier fast in 2-0. Bleibt gesund. Bleibt fair im Verkehr. Bis zur nächsten Woche. Macht es gut. Ciao. So, und aus 2-0 jetzt noch einen kleinen Nachschlag. Ihr wisst es ja, ich interessiere mich auch ein bisschen für den Wassersport. Und da ist hier mitten im Sauerland ein Werk, was einst einen richtig großen Namen hatte. Und worum es geht, das seht ihr hier schon. Es ist die Dehler-Werft. Hier wurden früher die Dehler-Yachten gebaut. Der ein oder andere wird sie kennen. Hier kommen sie her. So, das war es jetzt aber auch wirklich. Ich verabschiede mich jetzt wirklich für diese Woche. Bis dahin. Ciao.